Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Warzy. Ich glaube, die Bannwelle müsste jetzt vorüber sein. Und ich will mal dahin. Und drum dachte ich mir, probiere ich jetzt mal wieder eine Runde Warzy. Und hier ist gleich jemand. Den werde ich dieses Mal nicht angreifen. Weil das letzte Mal war es ja auch ein frisch gespawnter. Wird es Tag oder Nacht? Es wird Nacht, scheiße. Dann müssen wir uns beeilen. Achso, ihr habt ja gesagt, First Person sollen wir spielen. Und irgendwie fühlt sich Warzy auch mehr nach First Person Shooter an als nach Survival Game irgendwie. Also spielen wir das doch so. So, was kommt hier für ein Kaff? Klebel. Weg. Ganz toll. Dann werden wir nicht mal die Stadt hier überleben. Wenn hier jetzt schon rumgeballert wird. Ich bin friendly. Please don't shoot. Von wo könnten der geschossen haben? Lol. Also gibt es diese unsichtbaren Zombies immer noch? Ganz toll. Ah, nee, da hinten steht der Zombie. Gut versteckt. Was haben wir hier Feines? Chips? Wasser? What the? Hä? What the fuck? Cheater oder was? Unsichtbar Cheat oder... Scheiß Spiel. Oh Mann, ey. Ich bin wieder da und bin leicht genervt schon wieder von dem Spiel, weil ich direkt weggekillt wurde von entweder einem unsichtbaren Zombie, der auf Autos hüpfen kann, was ich mir nicht vorstellen kann, oder von einem unsichtbaren Spieler. Ja, Small Backpack haben wir doch selber. Und das hat mir schon wieder die ganze Motivation geraubt, hier dieses Spiel weiterzuspielen. Aber eine Chance gebe ich dem Spiel noch. Bin jetzt auf einem anderen Server und hoffe, dass es hier besser zugeht. So, da liegt ein toter, angeblich toter Zombie. Da hinten auch. Ne, da ist ein Busch. Aber da steht ein Zombie. Da stehen viele Zombies. Dann gehen wir nicht durch diese Lücke. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Da hinten schleichen Spieler rum. Oder ein Spieler mit vielen Zombies. Auf jeden Fall hauen sie ab. Warum stehen da so viele Zombies rum? Da steht auch einer rum, verdammte Axt. Aber hier liegt auch nirgends was. Da komme ich rein, aber da steht auch ein Zombie. Was ist denn hier los? Wo kommen die ganzen... Hä? Lol. Ganz toll. Oh mein Gott. Und wie zur Hölle soll ich die jetzt loskriegen? Alter, das ist doch ein Witz. Guck
Kommt die da, bitte, bitte kommt nicht hoch, bitte kommt nicht hoch. Problem gelöst. Was ist denn das? Eine Holzbarriere. Lustig. So, jetzt haben wir sie dahingestellt. Ach so, die hätte ich wahrscheinlich irgendwann für meinen Stronghold verwenden können. Wow, fuck you. Soll ich die jetzt alle niederknüppeln? Da bin ich aber eine Zeit lang beschäftigt jetzt. Zacka, zacka, immer auf die Köpfe. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, liebe Leute. Willkommen beim Zombie-Hirnzerschmetter-Simulator 2012. So, einer ist down. Fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, glaube ich, sind's. Oder 3? 4 müssten es sein. Noch einer down. Noch einer und noch einer. Das hat Spaß gemacht. Ohne Waffe ist Third Person. Meine Erfahrung ist am besten. Also, dann gehen wir weiter statt einwärts. Ah! In der Hoffnung, ein Schießgewehr zu finden. Komm her! Komm her, Zombie! Immer auf die Fresse! Zack und zack und zack! Also dann renne ich mal lieber nicht mehr. Wäre jetzt natürlich toll, wenn ich hier gleich eine Pistole oder so finden würde. Aber so schaut's nicht aus. Nein. Jetzt schauen wir da mal hoch. Aber auch da liegt nichts. Kurz umgeguckt. Lol. Also hier ist es schon mal sehr gefährlich. Wie immer eigentlich. Ich hoffe einfach mal, die bekriegen sich hier gegenseitig. Alter, diese, wo sind... Ah, da sind sie. Scheiße. Muss ich jetzt echt hier auf dieser Riesenkreuzung mit meiner Taschenlampe rumhauen? Ja, sieht so... Sieht so aus. Okay, dann hauen wir mal drauf los. La la la, immer auf die Fresse. La 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 la. Eine Schlampe ist down, zweite auch. So. Jetzt muss ich nur noch eine Waffe finden. Da läuft nur ein Zombie, okay. Alter, wie viele Zombies hier rumstehen. Ich weiß gar nicht, ob sich das hier lohnt. Nein, tut's nicht. Tüte Chips oder was? Ja. Ein kleines Tütchen Essen. Alter, die Animation ist ja so hässlich. Kann ich nicht ertragen.
schau jetzt mal, wenn ich es schaffe, da zu diesem Humvee, ob ich dort vielleicht eine Waffe finden könnte. Und ich schleiche jetzt mal hier. Lol. Ja, war klar. Dann ist mal vorbei mit Schleichen. Oder da hinten ein Spieler? Oder ist das auch nur ein Zombie? Jetzt muss ich jedenfalls hier wieder reichlich Zombies weghämmern. Zack und zack. La 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 la. Immer auf die Fresse. Und echt kacke, dass schon wieder Nacht ist hier. Es müsste jetzt schon eigentlich meiner Meinung nach Server geben, wo die Uhrzeit draufsteht halt, damit man auch auf verschiedene Server joinen kann. Tag- und Nacht-Server. Fall halt um, du Drecksack. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Hopp. Endlich. Dann gehen wir mal weiter in diese Richtung. Und keine Waffe. Da hinten ist ein Zombie. Da ist keine Waffe. Zombies. Auch nix. Und auch wieder nix. Wo gehen wir denn hin? Es ist halt schon wieder so scheiße dunkel. Wenn ich da jetzt drüber hüpfe, sieht mich bestimmt irgendein Zombie. Ah gut, Problem gelöst. Ich wurde eh schon entdeckt. Hier gibt's nichts, ne? So, komm. Fall um, du Scheißkerl. Ich halte auf alle drei. So, du. Leute. Ah, die. What the fuck? What? Meine Taschenlampenanimation wurde zu einer Waffe. Und die Schlampe ist hier hochgekommen. Fall um! Ach so, ich hab mich hingelegt. Wieso hat er sich hingelegt? So, jetzt weiß jeder, dass ich da bin. Give me the hack, please. Oh, Mann. Hacker, ihr seid so erbärmlich. Komme ich jetzt eigentlich auch hier irgendwo mal rein? Ist ja schön, dass hier so viele, so große Gebäude sind. Ah, da kommt man, glaube ich, rein. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob sich dann solche Hütten wenigstens auch lohnen. Gehen wir doch durchs Fenster.
Also, was haben wir denn hier? Nix, 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 nix. Gar nix, noch weniger. Und hier eine Taschenlampe. Ich höre einen Funkspruch. Und hier liegt. Ah, was haben wir hier? Schokolade. Perfekt, ich schmeiß mit Schokoriegeln. Dann gehen wir mal eins hoch. Was haben wir hier? Ein Chemlight. Wow. Und noch eins. Ich bin ja jetzt perfekt ausgerüstet. Ich habe ja jetzt zwei Chemlights und einen Schokoriegel. Mir kann gar nichts mehr passieren. Dann gehen wir noch eins höher. Wobei ich jetzt schon weiß, dass ich hier nicht mehr finden werde als irgend so Crap Chemlight oder eine Flashlight. Lol. Da könnte man ja runterfallen. Hier gibt's auch nix. Perfekt. Noch eins hoch. Ja, gute Ausbeute, muss man schon sagen. Sich ganz schön gelohnt, hier reinzugehen. Nice, nice. Eine Flashlight, wollen wir wetten. Läuft hier ein Spieler rum? Ja. Das ist ein Spieler, glaube ich. Komm hoch und ich hammer dich weg. Wo ist er denn hin? Komm hoch, mein Freund. Ich höre dich. Scheint mir ein Feigling zu sein, der will wohl warten, bis ich zu ihm runterkomme und mich dann wahrscheinlich abschießen. Der wartet auf jeden Fall auf mich. Oh, habe ich keinen Platz mehr. Den Gefallen tue ich ihm aber nicht. Shotgun-Munition. Jetzt ist er gleich da wahrscheinlich. Läuft. Und. Alter! Das ist doch so asozial. Der war auch wieder unsichtbar. Da, Swaggy Doggy, deine Scheißmutter. Wie soll man so das Spiel vernünftig spielen?